Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder ein paar BookTube-Geheimtipps geben. Kanalempfehlungen, die ich vielleicht in der letzten Zeit entdeckt habe oder denen ich auch schon länger folge, wo ich aber einfach denke, dass sie viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Es ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Video. Ich packe euch die Playlist mal unten in die Infobox, wenn euch interessiert, wen ich vielleicht schon bisher vorgestellt habe. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Hier in diesem Video haben wir drei BookTube-Kanäle und einen Kanal, der sich um Bücher irgendwie beschäftigt, dazu dann aber später mehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Tipps und vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp auch was für euch. Der erste BookTube-Kanal, den ich euch vorstellen möchte, ist von der lieben Susan. Es ist Suses Bücherregal. Ein Kanal, den ich per Zufall, ich glaube letztes Jahr irgendwie bei einem Hangout von, ich weiß auch schon nicht mehr von wem, entdeckt habe. Und wir haben herausgefunden, dass wir so ein bisschen einen Thriller-ähnlichen Geschmack haben. Haben uns gegenseitig auch ein Buch zum Tauschen zugeschickt. Sie hat, ich glaube, das eine Buch von Markus Heitz von mir bekommen. Ich habe einen Thriller bekommen, wo ich weder Autor noch Thriller kannte, und so bin ich dann natürlich auch auf ihren Kanal aufmerksam geworden. Und sie liest aber natürlich nicht nur Thriller, sondern es ist durchaus auch ein bisschen bunt gemischt bei ihr, was die einzelnen Genres so angeht, und ich finde einfach, dass sie eine unglaublich herzliche Art hat und auch wirklich sehr ausführlich über Bücher spricht, und das mag ich eben einfach besonders, wenn man so spürt, dass sich jemand wirklich mit dem Buch, mit dem Thema irgendwie beschäftigt hat. Und das fand ich hier einfach oder finde ich hier nach wie vor immer super unterhaltend, und vorstellen wird sie sich jetzt aber natürlich selbst, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo liebe Zuschauer von Steffi von Lady of the Books. Ich bin Suse von dem Kanal Suses Bücherregal, und ich freue mich sehr, dass ich in diesem Video mitmachen darf und dass ich mich jetzt einfach mal vorstelle. Also wie gesagt, ich bin Suse, ich bin 38 Jahre alt. Und wie ihr unschwer erkennen könnt an meinem Hintergrund und auch an meinem Kanalnamen, dreht sich auf meinem Kanal alles um Bücher. Ich lese, seitdem ich denken kann, und als ich noch nicht lesen konnte, musste man mir ständig vorlesen. Vorwiegend lese ich gerne spannende Sachen, wie zum Beispiel Thriller, Horror, Gruselgeschichten. Ich bin ein unglaublicher Fan von Richard Lehman. Ich mag die Fester-Bücher ungemein. Ich mag es auch mal richtig hart, brutal und richtig an der Grenze. Und auf meinem Kanal bekommt ihr natürlich viele neue Bücher zu sehen. Ich bin ein absoluter Bücher-Junkie. Also ich kaufe viele Bücher. Bei mir ziehen immer viele Bücher ein, irgendwie gefühlt. Obwohl ich mir das jetzt für 2019 etwas anders vorstelle. Aber ihr bekommt auf jeden Fall neue Bücher von mir zu sehen. Ihr bekommt Rezensionen zu sehen von Büchern, die ich gelesen habe, die ich toll fand. Ich mache aber auch Rezensionen über Bücher, die ich nicht so toll fand. Ich mache gerne Tag-Fragen mit, und ich bin sehr interessiert an dem Austausch. Was ich am BookTube-Kanal am besten finde, ist einfach der Austausch mit meinen Zuschauern, mit Abonnenten, mit irgendwelchen Leuten, die zufällig auf meine Videos geklickt haben, und ich habe so unglaublich viele tolle Menschen kennenlernen dürfen durch meinen Kanal, dass sich das auf jeden Fall schon gelohnt hat. Mein Kanal ist noch nicht sehr groß. Wir sind da noch eine kleine, gemütliche, familiäre Gruppe. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal bei mir vorbeischaut und wenn ihr einfach mal stöbert und vielleicht das ein oder andere Video mal anklickt. Was gibt es noch über mich zu sagen? Ich bin einfach ein Büchernerd. Ja. Und ihr müsst Bücher genauso lieben wie ich, sonst wärt ihr nicht hier bei Steffi gelandet und vielleicht auch irgendwann mal auf meinem Kanal gelandet. Zwischen diesem ganzen Horror, Thriller, Action, Grusel lese ich natürlich aber auch noch andere Bücher. Keine Angst, hier kommen auch andere Zuschauer auf ihre Kosten. Ich habe im Sommer 2018 das Genre Erotik für mich entdeckt, was absolut untypisch für mich ist, aber ich habe ein Buch gelesen, was ich so toll fand, und ich wollte unbedingt noch ganz, ganz viel mehr in diese Richtung lesen. Ich lese aber auch sehr gerne mal Erfahrungsberichte, ich lese gerne Familiengeschichten, ich mag historische Romane.
die zwar nicht so über das ganze Jahr verteilt, sondern eher so in der Herbst-, Winter-, Frühlingszeit. Und ja, wenn ihr Lust habt, auf meinem Kanal vorbeizuschauen, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ich grüße dich, liebe Steffi. Vielen, vielen Dank, dass ich mich vorstellen durfte. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß auf Steffis Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss. Auf die liebe Ruth bin ich durch eine Empfehlung der lieben Tanni gestoßen, also Berlin Books. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir im Gespräch darauf kamen. Ich glaube, es ging um ja diese eine Novelle, die wir so großartig fanden, die liebe Tanni und ich. Und Ruth hat eben schon alle Bände im Englischen vorher gelesen. Und ja, so bin ich über ihren Kanal gestolpert und konnte nicht mehr aufhören, mir ihre Videos anzugucken. Ruth ist einfach eine junge Frau, die ich unglaublich sympathisch finde, die ganz wunderbar über Bücher spricht, die eine ruhige, ja irgendwie sichere Art hat. Und immer wenn ich ein neues Video entdecke oder mich auch durch die alten immer mal suchte, wenn mich irgendwie natürlich ja die Lesemonate interessieren oder auch einfach einzelne Rezensionen oder auch Tags oder ja, was sie eben einfach auch so ein bisschen vorstellt. Sie hat eine Mischung aus deutschen und englischen Büchern, liest auch sehr viel Fantasy, was ich einfach ganz, ganz toll finde. Natürlich auch Liebesromane, die sie wohl auch im letzten Jahr für sich entdeckt hat. Und ich finde die Mischung einfach großartig. Und ich mag Ruth von ihrer Art unglaublich gerne. Und ich mag es einfach, wenn jemand ja irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt, aber gleichzeitig so interessant über etwas sprechen kann. Und das macht sie für mich. Also sie brennt so für diese Bücher, für ihre Bücher, die sie gelesen hat. Und das, ja, das finde ich einfach ganz, ganz toll. Ich mag es unglaublich. Ich höre ihr unglaublich gerne zu. Und ich ja, freue mich immer, ein neues Video zu entdecken. Bin aber natürlich noch gar nicht fertig mit den älteren Videos von ihr. Und ich, ja, wir haben auch einen sehr regen Kontakt unter den Kommentaren der Videos oder jetzt auch ein bisschen privater, und das macht einfach auch super viel Spaß. Und das ist auch einfach für mich das, was für mich BookTube so ausmacht, dass man eben über die Bücher, über dieses Thema zueinander findet und dann aber auch noch andere Gemeinsamkeiten findet. Und ja, aber alles Weitere wird euch Ruth jetzt natürlich in ihrer Vorstellung noch erzählen. Hallo liebe Steffi und hallo allen, die Steffis neues Video angucken. Ich bin Ruth und mein BookTube-Kanal heißt Zwischen 1000 Zeilen. Und ich freue mich wirklich sehr, bei diesem Video dabei sein zu dürfen und mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Ruth, wie gesagt, und ich gehe mit strammen Schritten auf die 30 zu. Und zur Unterhaltung habe ich immer schon gerne gelesen. Ich hatte Anfang 20 mal so eine jahrelange Leseflaute, die jetzt hoffentlich hinter mir liegt. Und in den letzten Jahren habe ich mich dann aber auch zu einer kritischen Leserin entwickelt. Und da hat BookTube einen ganz großen Anteil dran. Und vor ein paar Monaten habe ich mich dann auch entschlossen, selber BookTube-Videos zu machen. Kritisch zu lesen bedeutet für mich nicht, da keinen Spaß mehr dran zu haben und alles zu hinterfragen, sondern kritisch zu lesen bedeutet für mich, dass ich versuche zu beurteilen, ob ich Geschichten gut oder schlecht finde. Und das hat BookTube für mich wirklich einen großen Anteil dran gehabt, weil indem ich andere Leute dabei anschaue und ihnen zuhöre, wie sie über Bücher sprechen, kann ich abgleichen, ob ich denen zustimme oder denen nicht zustimme und kann dann beim Lesen auch solche Gedanken nachverfolgen, ob zum Beispiel Figuren stereotypisch sind oder ob Geschichten nach einem ganz einfachen Strickmuster geschrieben sind und vielleicht ein bisschen komplexer hätten sein können. Das ist für mich kritisches Lesen und das versuche ich auch in meinen BookTube-Videos rüberzubringen und trotzdem natürlich Unterhaltung dabei zu haben und Spaß und ein bisschen aber das Gehirn anzustrengen und ein bisschen hinter Figuren und hinter Geschichten zu gucken und zu gucken, ob die wirklich gut sind oder ob ich sie gut finde. Das ist ja immer subjektiv. Ich lese sehr gerne Liebesromane. Das war im letzten Jahr wirklich so die größte Menge an Büchern, die ich so gelesen habe. Das wird sich in diesem Jahr, hoffe ich, deutlich gleichmäßiger auf andere Genres verteilen. Ich lese auch sehr gerne Fantasy und sehr gerne Thriller. Hier und da mal ein Sachbuch. Das ist so das, was ich sehr gerne lese. Und in allen Genres versuche ich ein bisschen kritisch da drauf zu gucken und zu gucken, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und darüber dann eben auch in meinen BookTube-Videos zu sprechen und entsprechend Angebote zu machen, meiner Meinung zuzustimmen oder sie eben auch abzulehnen. Wenn ich meine Videos beschreiben müsste, würde ich sagen, sind das ganz klassische BookTube-Inhalte. Neuzugänge, Lesemonate, Tags, immer mal auch Einzelrezensionen zu Büchern zum Beispiel, die sehr gehypt werden und die ich dann
selbst auch lese und versuche zu beurteilen, ob ich finde, dass sie dem Hype gerecht werden. Und während ich finde, dass Bücher natürlich zu Recht im Mittelpunkt von BookTube stehen, gibt es noch einen ganz großen Aspekt, den ich toll finde an BookTube, und das ist die Interaktion. Ich freue mich über jeden Kommentar und jede Nachricht auf Instagram, und es gibt so ein tolles Hin und Her mit Buchempfehlungen oder tatsächlich auch Meinungsaustausch, die ich finde, glaube ich, dass die auf BookTube ziemlich einzigartig sind. Und deswegen freue ich mich sehr, seit einigen Monaten aktiver Teil dieser tollen BookTube-Community zu sein. Und ich freue mich, wenn ihr vielleicht Lust habt, auf meinem Kanal mal vorbeizuschauen. Wir sehen uns dann. Macht es gut. Tschüss. Auf dem nächsten Kanal tummeln sich gleich zwei tolle Mädels, nämlich der Buchschnack. Und hinter dem Buchschnack stecken Steffi und Sandra. Ich war bei beiden in der letzten Woche auch auf einem Hangout eingeladen auf ihrem Kanal, was mich super gefreut hat. Und auch hier haben wir eine Fülle an Büchern, die uns vorgestellt werden. Beide lesen schon ein bisschen ähnlich, aber durchaus auch unterschiedlich. Und so hat man natürlich zwei Leser, denen man auf diesem Kanal folgt. Sie drehen viele Videos miteinander, es gibt aber auch einzelne Videos von den Mädels, und das machen sie auch mit so einer ganz entspannten und ja authentischen Art und einfach ja so ruhig und dennoch auch brennend für ihre Bücher. Gerade wenn sie eben eine Reihe feiern, ein Buch feiern, und das taucht dann immer wieder in ihren Videos auf, und es macht einfach Spaß, ja, da so dabei zu sein, mitzuhören, was sie über das Buch erzählen. Und sie haben mich nicht nur einmal bisher angefixt mit einem Buch. Ihren Kanal gibt es noch gar nicht so lange, ich glaube seit Oktober letzten Jahres, aber ich habe fast alle Videos von ihnen auch immer mal wieder so in Dauer Schleife an, schaue mir die wirklich unglaublich gerne an, und ich mag es auch einfach, wie die Art des Erzählens ist. Der Buchgeschmack von ihnen trifft auf jeden Fall auch meinen Geschmack, und ich höre da einfach unfassbar gerne zu. Beide Mädels stellen sich jetzt aber natürlich auch wieder vor. Hier muss ich leider sagen, dass die Tonspur der beiden durch, ich glaube, ein Laptop-Problem nicht ganz so gelungen ist, wie es sonst die Qualität ihrer Videos ist. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Wir haben versucht, den Ton zu retten. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, sonst ist die Qualität der Videos um Längen, Längen besser. Das nur so vorneweg. Hallo Steffi und hallo in die Runde. Ich bin Steffi. Und ich bin Sandra. Wir sind vom Buchschnack und freuen uns wahnsinnig, dass Steffi uns einmal vorstellt auf ihrem Kanal. Bei uns dreht sich eigentlich alles um das geschriebene Wort, so ziemlich alles. Von High Fantasy, das ist so mehr meine Sparte. Ja, über Disziplin, was meins ist. Genau. Bis hin zu Liebesroman. Wobei das ja wiederum nicht meins ist. Ne? Aber meins doch. Ja. So ein schöner Liebesroman zwischendurch, zwischen den ganzen Dystopien, das bringt mich mal wieder raus aus dieser ganzen Fantasy-Welt. Also bei uns ist das eine gute Mischung. Ja. Und ja, wir ergänzen uns da echt gut. Ja, finde ich auch. Wir sind auch unterwegs auf Buchmessen und drehen da Vlogs oder Vlogs von unseren Wochenenden, beim Bücherregalkauf zum Beispiel. Beim Durchstöbern der Grabbelkisten, Unpackings. Genau. Also wir haben viele Themen. Auch die Neuerscheinungen präsentieren wir euch jeden Monat. Genau. Lesemonate von Büchern, die wir gerade lesen, oder von Hörbüchern, die wir gerade hören. Ja, also wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch einen Daumen oben da lasst und einmal abonniert. Auf YouTube laden wir jeden Sonntag ein Video hoch, um ungefähr 15 Uhr. Wir sind auf Facebook und auf Instagram auch vertreten. Schaut da auch unbedingt mal vorbei, da gibt es auch super tolle Bücher. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Lasst uns unbedingt einen Kommentar da, dass ihr von Steffi kommt, damit wir euch auch erkennen. Und ansonsten würden wir sagen, macht es euch gemütlich, schnappt euch eine Tasse Tee und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Und bei der letzten YouTuberin handelt es sich nicht direkt um eine Booktuberin, aber bei der lieben Tinkerbeere handelt es sich dennoch um Bücher. Denn Tinkerbeere ist angehende Autorin, hat schon Autorenkalender herausgebracht, hat auch einen Schreibkalender herausgebracht. Auch diese 30 Tage Schreibchallenge, die ich lesen durfte, habe ich ja natürlich mit Freuden von ihr sozusagen gelesen. Und ja, Tinker ist eine unglaublich sympathische Frau, und ich habe sie schon zwei oder dreimal auch persönlich
nicht treffen dürfen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel die Buchmesse gemeinsam ausklingen lassen, haben uns eher zufällig entdeckt und es, ja, wir haben auch einen sehr privaten Austausch, auch über WhatsApp, holen uns so beim anderen auch immer so ein bisschen, ja, Tipps und Rat und Ideen. Und Tinkerbeere ist für mich einfach unglaublich motivierend, was sie in ihren Schreibvlogs präsentiert. Also wenn ihr irgendwie beim Thema seid, wie entsteht ein Buch, Schreibtipps einholen, wenn ihr so eine angehende Autorin irgendwie auch im Alltag verfolgen wollt, dann seid ihr bei Tinka auf jeden Fall richtig. Ich mag ihre sehr spezielle Art, ihre etwas, ja, alternative Ideen, Gedankengänge, die sie auch oft so ein bisschen rüberbringt und einfach auch mal merkt, man kann auf jeden Fall immer irgendwas dazulernen. Sie hat jetzt in ihren Insta-Stories auch viel erzählt, welche Webinare sie sozusagen sich angeguckt hat, was sie daraus mitnimmt. Sie ist da sehr aktiv auf Instagram, aber natürlich auch in ihren Vlogs, wenn sie die hier online stellt. Schaut da einfach mal vorbei. Nach ihrer Vorstellung gibt es auch einen kleinen Textauszug aus einer Anthologie, wenn ich mich recht erinnere. Ich hoffe, dass es eine Anthologie war. Guckt da einfach mal vorbei, schaut auf ihrem Kanal vorbei, wenn ihr Motivation zum Schreiben braucht und einfach einen Autor da so ein bisschen oder eine angehende Autorin da im Alltag ein bisschen verfolgen wollt. Hallo, ich bin Tinkerbeere, 27 Jahre alt und Autorin. Und an dieser Stelle möchte ich Steffi einmal ganz, ganz, ganz doll danken, dass ich in diesem Video dabei sein kann, denn ich bin offensichtlich keine Booktuberin im klassischen Sinne. Aber auf meinem YouTube-Kanal geht es auch um Bücher. Und zwar um meine eigenen Bücher, um meine Geschichten, die ich schreibe und um den Schreibprozess an sich, der manchmal sehr frustrierend sein kann, aber auch sehr motivierend für andere, weil ihr eben sehen könnt, dass es nicht so einfach ist, ein ganzes Buch zu schreiben. Außerdem nehme ich euch mit zu Buchmessen und ja, begleite so ein bisschen den Schreibprozess und meinen Autorenalltag auf YouTube in Vlogs, die einige Leute doch sehr motivierend finden. Aktuell schreibe ich an einer Geschichte über Meerjungfrauen, aber es geht nicht nur darum, es geht auch um einen Fluch, um Freundschaft und um die Liebe zum Meer. An dieser Stelle möchte ich natürlich noch nicht zu viel über das Projekt verraten, denn es ist noch mitten im Entstehungsprozess, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, es 2019 abzuschließen und dann spätestens im nächsten Jahr zu veröffentlichen, damit ich auch endlich mal einen Roman veröffentliche. Mehrmeld ist natürlich nur eins von meinen vielen Projekten und ich habe sehr, sehr viele Geschichten schon in der Schublade, die ich eigentlich nur noch überarbeiten oder nur noch ein bisschen zu Ende schreiben muss, damit ich sie dann auch irgendwann veröffentlichen kann. Ich bin sehr gespannt, wie mir das gelingen wird. Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall richtig durchstarten, dass ich da endlich Fortschritte erzielen kann. Aber diese Projekte sind nicht die einzigen, auf denen mein Name steht. Denn ich habe in der Vergangenheit schon einige Bücher veröffentlicht, unter anderem Ratgeber und Kalender für Autoren, denn ich liebe es unheimlich, andere Menschen zu motivieren und auch zu inspirieren. Und dazu trägt mein YouTube-Kanal ja auch ein bisschen, bisschen bei, denn hier könnt ihr wirklich sehen, dass es nicht einfach ist, ein Buch zu schreiben und wie frustrierend das sein kann und dass man eben manchmal gefühlt gar nicht vorankommt. Für mich ist das alles auch eine ziemlich große Reise und ich bin sehr gespannt, wo mich mein Weg hinführen wird. Wo könnt ihr mich noch im Internet finden, wenn nicht auf YouTube, weil ich veröffentliche so ungefähr ein Video im Monat mit den Schreibupdates oder mit den Monatsvlogs. Und wem das noch nicht reicht, der kann gerne auf Instagram vorbeischauen. Da poste ich zwischendurch auch immer mal was in den Stories. Natürlich auch Bilder auf Instagram, ist ja klar, von meinem Schreibprozess und so ein bisschen auch den Blick hinter die Kulissen und das Ganze ist ein bisschen aktueller als YouTube. Dann habe ich natürlich auch eine Webseite, auf der ich auch blogge über meinen Schreiballtag und Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, was nicht unbedingt in so ein Videoformat reinpasst, sondern was ich mir eher von der Seele schreiben muss, denn das ist das, was ich liebe und was ich, denke ich, am besten kann, eben das Schreiben und nicht unbedingt das Sprechen vor Publikum. Und ja, zu guter Letzt natürlich auch mein YouTube-Kanal hier auf der Plattform YouTube. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht interessiert euch das Thema ja, vielleicht schreibt ihr selber gerne. Dann könnt ihr mir auch immer selber gerne schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen habt und einfach an eurer Geschichte hängt. Vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Und ich beschäftige mich auch selber schon sehr, sehr lange mit dem Thema und mich freut es immer riesig zu hören, wenn ich andere bei ihrem Weg zu ihrem eigenen Buch unterstützen kann und wenn ich da ein bisschen Input bringen kann, wenn man an einer bestimmten Stelle hakt oder ja, freue mich auf jeden Fall auf Kontakt und Austausch mit euch und ja, freue mich, wenn wir uns auf meinem Kanal wiedersehen. Carnivoren Express, 5. Oktober 2013, 18.59 Uhr, Transsibirische Eisenbahn irgendwo zwischen Perm und Jekaterinburg, Uralgebirge. Etwas Warmes und Weiches streifte meine Hand. Von einer Sekunde auf die andere war ich erstarrt,
Dann hörte ich seinen Atem. Nichts weiter schien in diesem Moment zu existieren. Nur ich und dieses Tier. Ich spürte seine Anwesenheit. Mit letzter Kraft würgte ich den Bissen in meinem Hals hinunter, bemüht, nicht nach Luft zu japsen, obwohl er mich fast zu ersticken drohte. Bilder von einer riesigen Bestie tauchten in meinem Kopf auf. Bilder, die ich nie wieder vergessen würde. Zähne, so scharf wie Messer und riesig, größer als die Finger meiner Hand. Ein Hechen und meine Ahnung wurde Gewissheit. Es sei es ein Hund unter diesem Tisch. Mein Herz raste und ich spürte meine eigene Angst. Schlagartig musste mir das Blut aus dem Gesicht gesackt sein, denn mich umhüllte eine alles erstarrende Kälte. In diesem Augenblick erschien mir die Scheibe, an die ich mich drückte, wie ein Hochofen. Am liebsten wäre ich durch sie hindurchgekrochen, auch wenn das bedeutete, in die Tiefe zu stürzen. Fuck, reiß dich zusammen, Daya! Natürlich funktionierte das nicht. Ich muss mal, murmelte ich zu Mick und war froh, dass ich nach wenigen Schritten das Poltern der Tür hinter mir hörte. Es war kalt, arschkalt und laut, ein Rappeln und Rattern. Vorsichtig tappte ich hinüber zum nächsten Waggon, um nicht auszurutschen. Schneeflocken verfingen sich in meinen Haaren und die Kälte brannte in meinem Gesicht. All das war mir im Moment scheißegal. Ich war mir nicht einmal mal sicher, warum ich hierher gekommen war. Natürlich wusste ich, warum ich hier war. Die Bilder hatten sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Aber wieso hatte ich mich darauf eingelassen, mit dem Zug durch Sibirien zu tingeln? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen 4 Kanalempfehlungen. Schaut doch bei den lieben Kanälen sozusagen, bei den Mädels einfach mal vorbei. Lasst einen lieben Gruß von mir da und schaut euch in den Videos einfach mal um. Wenn ihr Bücher so wie ich liebt, dann werdet ihr da auf jeden Fall fündig. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit meiner Vorstellung und auch mit den Vorstellungen der Mädels. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Format mal wieder gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch Empfehlungen, wo ihr sagt, hey, hier gibt es Booktuber, YouTuber, die irgendwie ein Thema treffen, das mich interessieren könnte, oder auch alle anderen, die die Kommentare lesen, dann natürlich auch ab in die Kommentare. Alle Infos findet ihr natürlich in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.